In normalen Zeiten verbindet Deutschland und Frankreich eine enge Freundschaft. Doch es sind keine normalen Zeiten. Bei den Themen Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen und Energiekrise ringen die beiden Nachbarländer um den richtigen Kurs. Und das ist nicht immer derselbe. Für die jüngsten Verstimmungen mit Paris macht CDU-Chef Friedrich Merz den Bundeskanzler persönlich verantwortlich und attackiert Olaf Scholz vor dessen Reise in die französische Hauptstadt. Die Reise des Bundeskanzlers nach Paris dient erkennbar der Schadensbegrenzung, äußert sich Merz gegenüber der Augsburger Allgemein. Doch auch über europäische Grenzen hinweg sorge der SPD-Politiker dafür, dass Deutschland immer mehr allein dastehe, so Merz. Ich verfolge mit Besorgnis, wie Deutschland sich in Europa zunehmend isoliert und dass es in großen internationalen Fragen wie dem künftigen Umgang mit China oder den Folgen des Ukraine-Krieges zwischen Deutschland und Frankreich keine abgestimmte Linie mehr gibt.